Hallo zusammen, schön, dass ihr mal wieder reinguckt bei Jens Menense Huhns. So, draußen ist scheiß Wetter, deswegen schrauben wir wieder in der Garage und wir bauen heute einen Tränkenheizer mit Strom für den Stall oder für den Auslauf. Könnt ihr euch überlegen, wo ihr das Ding hinstellt. Wir machen das natürlich wieder zu einem sehr günstigen Preis. Und ja, ich habe da mal was vorbereitet, ne? So, was brauchen wir denn jetzt alles? Also, wir brauchen eine Schiffsarmatur. Da kommt unsere Birne rein. Und zwar versuchen wir das mal mit einer 15 Watt Birne. Das ist keine Energiesparlampe, ne? Weil im Gegensatz zu den LED-Birnen und diesem ganzen Gedöns brauchen wir was, was Hitze erzeugt, weil wir wollen ja einen Tränkenwärmer bauen. Und die LCD- und LED-Lampen, die erzeugen ja keine Wärme. Die Tränkenheizer, die man so kaufen kann, die liegen ja auch immer in dem Bereich von, ich sage mal, 18 bis 25 Watt. Und wir starten jetzt erstmal mit einer 15er. Wenn das nicht reicht, können wir immer noch hochgehen. So, also Schiffsarmatur, Birne, eine Zuleitung mit eingeschweißten Stecker, ne, soll ja auch alles wasserdicht sein. Und so, dann brauchen wir einen alten Topf oder eine Blechschale, eine Schüssel, eine Auflaufform, was auch immer, wo dieses Ding reinpasst und wo denn noch Luft nach oben ist. Ja, und wir brauchen ein Stückchen Holz. Ich nehme mir noch ein altes Teil Siebdruckplatte. Und zwar muss das so groß sein, dass wir hier raus ein schönes Brettchen schneiden können, was hinterher in unserem Topf drin sitzt. Ja, also wenn ihr jetzt überlegt, was ihr für ein Gefäß nehmt, dann zeige ich euch erstmal, wie ich das, mir das vorstelle und dann könnt ihr mal gucken, was ihr da so rumliegen habt. Ne? Wir sind dann aber total flexibel. Also, das ist eine Schiffsarmatur, die hat Schutzklasse IP44, das heißt, die ist spritzwassergeschützt. Eine von den Dingern habe ich bei mir auch draußen an der Garage sitzen seit ein paar Jahren. Läuft. Die schrauben wir auf dieses Brettchen. Und dann schneiden wir dieses Brettchen rund aus oder vorher und stellen den Topf darüber, dass das Brett in dem Topf drin ist. Jo, dafür brauchen wir natürlich eine gewisse Höhe und dann kann jeder für sich entscheiden, ob er diesen Glaskörper da drauf lässt oder ob er den hinterher abmacht. Weil wenn das Ding denn da drüber sitzt und hier verplattert Wasser, läuft das am Topf runter und dann sollte hier eigentlich auch nichts reinkommen. Jo, soweit erstmal die Theorie. Fangen wir mal mit der Praxis an. So, jetzt habt ihr hier natürlich die Außenkante von eurem Topf. Und da dieser Topf ja eine gewisse Wandstärke hat, zumindest hier oben, das ist ja so krumm gebördelt, muss man die Platte natürlich ein bisschen kleiner ausschneiden. Da müsst ihr mal gucken, was ihr für ein Gefäß nehmt. Ne? Ich würde jetzt so 5 mm vom Radius weniger nehmen, wie ich hier aufgezeichnet habe. Und dann gucken wir mal, ob das passt. Ein Tuck zu klein ist nicht so schlimm. Viel schlimmer ist es, wenn das Ding so stramm drin sitzt, dass man es hinterher nicht mehr rauskriegt. Dann gucken wir mal, ob das einigermaßen passt hier. Ja, da passt leider vorne und hinten nicht. Gut, dann war das wohl ein bisschen wenig. So, nacharbeiten, ne? So, wenn wir jetzt den Test machen, passt das hier jetzt wunderbar rein, das Teil. Und dieses sitzt jetzt ganz schön stramm. Wenn es jetzt ein bisschen mehr Luft hätte, wäre es auch nicht so wild, weil eigentlich wollte ich das noch mit zwei Schrauben fixieren. Eine hier und eine da, weil die Hühnchen benehmen sich ja nicht immer liebreizhaft. Also könnte es passieren, dass mit der Tränke raus das ganze Ding ja auch mal hin und her geschubbelt wird. Und deswegen werde ich jetzt mal den Pott anbohren und dann schrauben wir hier noch eine Schraube rein und auf der anderen Seite auch und dann passt das. Vorausgesetzt, ich kriege die Scheibe wieder raus. Ah ja.
So, müssen wir jetzt in dem Bereich unser Loch bohren. Mal gucken, wie das so funktioniert. Funktioniert total scheiße. Vielleicht ist auch der Bohrer stumpf. Ne? Probieren wir mal einen anderen. Ah, schon viel besser. Ein Loch. Noch ein Loch. Irgendwo. Da ist es. Warum habe ich die eigentlich nicht gegenübergesetzt? Es gibt Sachen, die kann ich euch jetzt auch gerade nicht beantworten. Aber das ist auch Schnurz, weil letztendlich liegen die Löchlein ja nur dazu, dass wir damit das Brettchen fixieren. Wir schrauben jetzt praktisch hier rein und damit fixieren wir dann unten das Brett. Natürlich noch nicht jetzt, ne? Weil jetzt heizt das Ding ja noch nicht. Ja, aber wenn die beiden Löcher halt so komisch sitzen, dann habe ich halt leider noch ein drittes reingemacht. Ist ja nicht so wild. Gut, wenn ihr die Höhe von eurem Gefäß bemessen wollt, sag ich mal. Also, das ist jetzt meine Scheibe, die ist irgendwie 10, 12 mm. Da drauf kommt die Schiffsarmatur. Und das ist jetzt natürlich die Höhe, die ihr braucht, bis oben hin. Die ist in diesem Fall, oder sagen wir mal anders, nur die Schiffsarmatur ist, wenn man sie mit dem Glas drauf setzt, ungefähr 11 cm. 12 cm. Das ist nur die Höhe von dem Ding. Wenn man die natürlich ohne das Glas da reinsetzt, das muss jeder von sich für sich alleine entscheiden, wie er das möchte. Ne, dann sollte ich jetzt vielleicht erstmal die Birne reinmachen und dann messen wir das nochmal, dann sage ich euch das. So, Lampe drin oder Glühbirne. Dann bewegen wir uns jetzt in dem Bereich unter 10 cm, 9,5 oder so. Ja, so richtig flexibel ist das ja auch nicht, also sagen wir 10 cm. Bei 10 cm seid ihr auf der sicheren Seite, wenn ihr das Glas nicht drauf macht. Gut, dann kommt natürlich noch die Plattenstärke dazu von eurer Platte und dann wisst ihr, wie groß euer Behälter von innen sein muss, ne? Dass die Lampe da nicht gegenkommt. Wenn sie dagegen kommt, ist sie dann wahrscheinlich bald im Arsch. Und das will ja keiner. Jo, dann klemmen wir jetzt mal die Elektrik an. Das ist ja nicht so viel. Bei elektrischen Sachen, wenn ihr euch da nicht sicher seid, fragt lieber einen Elektriker. Ne? Muss ja mal gesagt werden. So, einmal flott verkabelt. Und, jo, es werde Licht, ne? Gar nicht so schlecht. Also wie gesagt, ob ihr das mit dem Glasschutz benutzt oder ohne den Glasschutz, letztendlich ist der Topf da oben drüber und selbst wenn hier Wasser runterläuft, kann es eigentlich niemals an diese Glühbirne kommen, weil die ja auch noch so ein Stück über der Platte steht. Ne? Ja, ob eine 15 Watt Birne reicht, mit diesem Schutz wahrscheinlich nicht. Deswegen werde ich persönlich sie ohne diesen Glasschutz verwenden. Aber ich werde das auch nochmal nachtesten. Also da gibt es nochmal ein Update zu. Und zwar werde ich den Topf erstmal bei mir in der Garage stellen lassen. Und dann werde ich mal die Temperatur messen von dem Ding. Die Birnen, die kosten ja ein Appel und ein Ei. Ne? Ich meine, ich habe da jetzt 10 Stück von gekauft für 8 Euro oder so. Weil die will ja auch keiner mehr haben, weil es ja Stromfresser sind. Stromfresser in Form von Verbrauch in Relation zum Licht. Da sind die LEDs, ne, die Energiesparlampen, die sind da natürlich wesentlich effizienter. Aber wir wollen ja die Wärme haben. Ob da jetzt leuchtet oder nicht, ist ja eigentlich vollkommen Schnurz. Gut, schraube ich das Ding hier mal drauf, dass es schön mittig sitzt. Und dann machen wir den Top da drauf. Und dann war's das eigentlich auch schon. Jo. Ah, das war's noch nicht. Weil wir dieses Kabel natürlich auch noch hier an der Seite aus dem Topf rauslotsen müssen. Ne? Da habe ich jetzt eben noch nicht dran gedacht. Also müssen wir hier nochmal einen kleinen Ausschnitt machen, dass das wirklich vollflächig alles aufliegt. Aber das kriegen wir schon hin. Guckste. So, wer jetzt möchte, der kann sich da unten noch Silikon reinschmieren, rumschmieren.
Ich werde es ehrlich gesagt nicht machen, weil selbst, wie gesagt, wenn da Wasser reingeht, es kommt ja ums Verrecken nicht an die Lampe, ne? Von daher, also ich finde das jetzt ehrlich gesagt auch nicht leichtsinnig oder so, aber ich werde es jetzt einfach nicht machen. Gut. Hier oben habe ich ein bisschen mit Schmirgel entgratet, ne? Dass das Kabel da nicht belastet wird. Mache ich, glaube ich, noch ein bisschen mehr. Ist mir noch ein bisschen zu scharfkantig. Und dann schrauben wir die Schose mal zusammen. So, Kinders, jetzt gucken wir mal von oben in unseren Suppentopf. Also, man kann sehen, dass die Funzel leuchtet. Ne? Verschraubt. Passiert nichts. Gut. Ich werde das Ding, wie gesagt, jetzt hier einfach mal stehen lassen. Und dann machen wir mal so einen Temperaturvergleich. Ne? Ich meine, alles, was hier draußen steht, müsste gleich warm sein. Von daher werde ich euch da nachher noch eine kleine Messung geben. Ich hole mal kurz das Thermometer. So, also unser Topf, da wo der rote Punkt jetzt drauf eiert, der hat jetzt 12 Grad oder 12,4. Und die Tischplatte liegt jetzt auch so in dem Bereich. Ne? Sagt jetzt 12,3. Jetzt sind wir auf dem Pott. Ja, der hat jetzt gleich 13 Grad. Also ich lasse den jetzt hier auf jeden Fall erstmal stehen. Ne, wie gesagt, die Funzel ist an. Kann man es hier noch sehen? Ja, da kann man sehen. Und den lasse ich jetzt erstmal ein paar Stunden rumorgeln. Und dann werde ich da nachher einfach nochmal übermessen und gucken, wie das so ist. Jo, wer jetzt sagt, oh, aber das ist ja viel zu hoch, da kommen meine Hühnchen gar nicht dran. Leute, ich sage euch, ich sage es euch nicht, ich zeige es euch einfach. Diese Tränke hier, die hat eine Höhe, ich habe nämlich gemessen, Oberkante 31 cm und ich habe Zwerghühner. Ne? Dieser Pott ist jetzt nicht messbar, weil ich keinen Zollstock hier habe. Ungefähr 13,5 cm hoch und dann die Tränke oben noch drauf, ist noch ein Rand von 2-3 cm. Dann sind wir also irgendwie bei 15-16 cm und das können auch Zwerghühner, garantiert. Jo, jetzt warten wir mal ein paar Stunden ab. Und dann messen wir noch mal über und dann schauen wir mal, ob unsere 15 Watt Birne das Töpfchen erheizt. Dazu muss ich sagen, ich hatte eigentlich noch vor, den von innen mit Isoliermaterial so ein bisschen abzuisolieren, dass die Wärme nur oben rauskommt. Aber das habe ich leider so gut weggelegt, als ich es gekriegt habe, dass ich es nicht wiederfinde. Deswegen fällt das jetzt gerade erstmal aus. So, also der Topf leuchtet hier so vor sich hin. Jetzt kommen wir mal zu den Vor- und Nachteilen von dem Teil. Also, Vorteil ist, auf jeden Fall sogar ein Vorteil, ihr könnt das Kabel in der Länge nehmen, wie ihr es braucht. Die meisten Tränkenheizer, also der, den ich kenne, der das längste Kabel dran hat, den hatte ich letztes Jahr im Tränkenheizer-Test. Das Video verlinke ich euch da oben mal. Der hat ein 2,50 Meter langes Kabel. Dieses hier, was ich euch unten auch verlinkt habe, das ist 3 Meter lang. Das ist schon mal ein Vorteil. Der andere Vorteil ist, ich kann alte Töpfe oder was auch immer nochmal verwenden, ist ja auch nicht schlecht, ne? Wenn man da nochmal eine bessere Verwendung für findet, als wenn das Ding im Keller vollstaubt. Ne? Man kann es natürlich auch als Hundenapf nehmen oder für die Hühnchen, ist ganz klar. Ich rede ja auch von alten Sachen, die ihr ausrangiert habt, die ihr nicht mehr braucht. Und ein weiterer Vorteil von diesem Ding ist natürlich, wenn die Lampe da drin mal kaputt ist, die Glühbirne, dann schraubt ihr halt eine neue rein und dann ist fertig. Die anderen Tränkenheizer, die man so kaufen kann, ist er am Arsch, dann ist er am Arsch. Da ist nichts mehr mit reparieren oder so. Und hier brauchst du halt einfach nur eine neue Birne. Gut, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das Video ist jetzt fast vorbei. Gleich kommt nochmal eine Messung. Ich weiß gar nicht, ob man da jetzt bei diesen Temperaturen einen großen Unterschied merkt. Bei der 15 Watt Birne, aber ist ja auch kein Problem. Man könnte ja auch eine 20 Watt Birne nehmen, ne? Oder eine 30 Watt Birne. Also diese Fassung, die kann bis 60 Watt ab. So viel würde ich da jetzt nicht reinmachen. Aber die Möglichkeit besteht natürlich. Und das bisschen Strom, was die zieht, ne, angenommen, da muss wirklich eine 40 Watt Birne rein, dann ist das 15 Watt mehr oder 20 Watt wie beim normalen Tränkenheizer, den man kaufen kann. Dafür habt ihr euch die Anschaffungskosten gespart. Ne? Muss jetzt jeder für sich entscheiden, ob er das Ding bauen will oder nicht.
Ich werde es auf jeden Fall in diesem Winter nehmen. Also ihr werdet es definitiv noch in dem ein oder anderen Video sehen. Irgendwo draußen denn so am Stroh. Ne? Ich habe mir so gedacht, ich stelle den draußen in Auslauf. Oder vielleicht auch drin hin, ich weiß es noch nicht. Ne? Solange wir meine Küken noch die Größe haben, wie sie jetzt haben, kommen die hier oben natürlich nicht dran. Also werde ich im Stall wahrscheinlich einen gekauften nehmen und den hier draußen hinstellen. Ich bin da ja total spontan, da gucken wir einfach mal. Alles klar, danke fürs Zuschauen. Gleich kommt noch die Messung. Wartet noch ein paar Sekunden, aber ich sage schon mal bis zum nächsten Video. Macht's gut, euer Jens Mann. So, da sind wir zum Finale. Also, Topf. Ja, lau, ne? Checken wir erstmal ab hier. Wie viel Grad hat denn mein Pflaster hier? Ja, es hat immer noch so, weiß nicht, ob man sehen kann. Ja, sieht man nicht, ich sag's mal. 10,8 Grad haben meine Pflastersteine. So, Tränke steht drauf, Realbedingung. Das Wasser in der Tränke hat, okay, das klappt, ah, jetzt kommt's, 16,5 Grad hat das Wasser in der Tränke. Der Topf hat auf der Außenseite, ja, knapp 13 Grad und jetzt wird's ja interessant, ne? Jetzt nehme ich die Tränke mal runter und dann gucken wir mal oben drauf, was er da hat. Ja, schön, das zeige ich euch. Das zeige ich euch. 30,4 Grad. Ass rein. Da kommt mein Kater. Hallo Jackie. So, also von daher, ja, gerade noch ein bisschen angewärmt. Wie gesagt, ob es reicht bei Minusgraden, muss ich sehen. Ansonsten kommt halt eine stärkere Birne rein. Das war's soweit zum Ablauf hier oder zum Abschluss. Reingehauen. Bis denne.